Ja, lieber Ottersberger, heute Morgen bin ich hier an der Grundschule in Posthausen. Die Grundschule Posthausen, wie auch Fischerhude, waren diese Woche Hauptthema in der politischen Arbeit. Am Montag tagte der Schulausschuss unter der Leitung von Hanna Schwarz-Kaschke. Da ging es um den Mensa-Anbau hier in der Grundschule Posthausen, wie auch in Fischerhude. Die bisherigen Mensa-Ausgaben entsprechen nicht den Vorgaben und wir wussten schon länger, dass es hier Änderungen passieren müssen. Die Verwaltung hatte dann erfahren, dass es ein neues Förderprojekt gibt, welches nach Windturmprinzip verteilt wird und der Flecken Ottersberg hier mit einer Förderung von 65% rechnen kann. Daher haben wir uns entschieden, diese Maßnahmen vorzuziehen und bereits in diesem Jahr durchzuführen. Der Finanzausschuss hat am Donnerstagabend dafür Grünes gegeben. Bündnis 90 Die Grünen und FGBO haben uns bei der Haushaltsaufstellung unterstützt, um dieses Projekt kurzfristig durchzuziehen. Weiterhin für Sie aktiv, Ihre CDU in Ottersberg.